1994 revolutionierte System Shock mit echten 3D-Umgebungen, einer fiesen KI-Gegenspielerin und jeder Menge für die Story wichtigen Log-Einträgen und Textbotschaften die Spielelandschaft. 22 Jahre später wird auf Kickstarter für ein Remake gesammelt. Die Neuauflage hat bereits nach etwas mehr als einem Tag über die Hälfte der angepeilten $900.000 eingesammelt, auch wegen einer kostenlosen Demo-Version. Auffälligste Neuerung ist natürlich die Grafik. Zum Einsatz kommt die Unity Engine. Außerdem ist das vorsintflutliche Interface mit dem kleinen 3D-Sichtfenster Geschichte. Das neue System Shock spielt sich wie ein moderner Ego-Shooter, wird aber gemäß der Vorlage eher ein Action-Rollenspiel. Night Dive will die RPG-Mechaniken sogar noch ausbauen und spielerisch damit näher in Richtung System Shock 2 von Irrational Games rücken. Die Atmosphäre gefällt uns bereits in der kurzen Pre-Alpha-Demo. Besonders Dampfschwaden und Lichteffekte wissen zu überzeugen. Außerdem ziehen wir die zurückhaltende Geräuschkulisse der Neuauflage dem hektischen MIDI-Soundtrack des Originals vor. Wer genau hinguckt, entdeckt unter all den Überstrahleffekten aber eher maue Texturen. Recht skeptisch gegenüber eingestellt sind wir den teils arg langen Animationen, die bestimmte Aktionen im Remake begleiten. Die sehen zwar cool aus, entziehen dem Spieler aber die Kontrolle. Zum Glück bleibt vieles andere unverändert. So könnt ihr euch etwa immer noch um Ecken lehnen und versuchen, euch an Gegner heranzuschleichen. Auch das Leveldesign weist sehr starke Parallelen zum Original auf. Selbst die Positionierung der Items und Gegner stimmt oft mit der im Vorbild überein. Fraglich noch, wie Night Dive mit den Kameras umgeht, deren Zerstörung einst Showdance Kontrolle über eine Ebene der Raumstation reduzierte. Und was ist mit dem im Original respawnenden Gegnern? Es scheint unwahrscheinlich, dass diese Mechanik den Sprung ins Remake schafft. Die Entwickler schrecken nicht vor Änderungen zurück. Besonders deutlich wird das beim Blick aus einem Fenster der Citadel. Im Original war hier nur ein schwarzer Hintergrund mit ein paar weißen Pixeln zu sehen. Über 20 Jahre später dagegen gibt's einen beeindruckenden Ausblick auf die Ringe des Saturns. Einen eher provisorischen Eindruck machen bislang Inventar und Menüs, aber Night Dive hat ja noch viel Zeit für Feinschliff, die Veröffentlichung dürfte nicht vor Ende 2017 erfolgen. Mit viel Respekt vor dem Original, ordentlicher Technik und einer kompetent zusammengeschraubten Demo hat System Shock die Herzen der Kickstarter-Bäcker im Sturm erobert. Der frühe Ersteindruck macht Hoffnung auf ein intelligent verbessertes Action-Rollenspiel, das die einzigartige Faszination und Horroratmosphäre des Klassikers bewahrt. Night Dive könnte das Kunststück gelingen, System Shock einer neuen Generation von Spielern schmackhaft zu machen und gleichzeitig die Kenner des Originals zufriedenzustellen.